Es gibt da gar keinen Zweifel. Junge Chöre greifen auch bei den World Choir Games immer häufiger zu der Musik, die sie durch ihren Alltag trägt. Pop, Folklore, Jazz oder Gospel stehen zurzeit ganz hoch im Kurs. Und mit so viel Groove und Swing, da kriegt man auch die Jungs. Wie man am Beispiel dieses südafrikanischen Chores aus Durban eindrucksvoll erleben kann. Generell ist es ja eher so ein Frauending, singen im Chor. Aber als damals Frau Stevens zu uns kam und uns zeigte, was Chorsingen auch bedeuten kann, da waren wir Jungs sofort dabei. Ich denke, die Sachen, die wir machen, die sind ja auch nicht sehr feminin. Das ist schon richtig ein männliches Ding. Das Faszinierende an der Kategorie Folklore ist, hier kommt der ganze Farbenreichtum, die unglaubliche kulturelle Vielfalt der Menschen zum Ausdruck. Die vielen Kontinente, die unterschiedlichen Länder, die sich bei den World Choir Games treffen, sind so hautnah zu erleben. Und immer häufiger vermischt sich ursprünglich Folkloristisches mit westlicher Art des Chorgesangs. Und da ist natürlich wichtig, dass diese uralte folkloristische Traditionen weiter gesungen wird und gepflegt werden. Aber auch interessant künstlerisch mit die Mischung von westlich und ethnisch. Fingerhakeln und Körperübungen mitten in der Grazer Altstadt. Offensichtlich gute Vorbereitungen für den Mädchenchor Kiwi aus Litauen. Die jungen Damen singen sehr erfolgreich Jazz. Das ist ein wenig ungewöhnlich. Aber Jazz als Kategorie ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Nicht alle Mädchen in meinem Alter können Jazz singen. Du musst die Musik spüren. Beim Improvisieren denken einige Mädchen, sie müssten die Noten nur lernen und das wär's. Aber improvisieren kannst du so nicht verstehen. Du musst es probieren, wieder und wieder. Und wenn du dann irgendwann den Swing spürst, dann kannst du sagen, ja, das ist Jazz. Man kann es ruhig nochmal betonen. Wenn 16-jährige Mädchen dermaßen überzeugend Jazz-Standards hinlegen, dann ist das schon eine Seltenheit. Meistens sind die Sänger in dieser Kategorie ein bisschen älter, wie beim niederländischen Ensemble Decor. Hier singen alles ehemalige Studenten. Dieser Jazzchor hat schon in seiner Heimat viele Preise abgeräumt. Da hat es keinen gewundert, dass es bei den World Choir Games nicht anders aussah. Cincinnati, frisch aus den USA eingeflogen. Dieser Chor ist etwas ganz Besonderes, wurde extra für den Gesangswettbewerb 2010 in Chaoqing gegründet. Sie alle treten in China als Botschafter ihrer Heimatstadt auf, denn Cincinnati ist ja die kommende Gastgeberstadt der World Choir Games. Die Leute singen also erst wenige Monate miteinander. Geht auch. Jetzt ist aber auch gut mit Proben. Wir haben so viel geprobt. Ich will jetzt da nur noch raus und vor all diesen Menschen auftreten. Wir haben so hart gearbeitet. Jetzt werden wir alles geben, denn dies hier ist letztlich der Ort, wo wir zeigen können, was wir drauf haben. This is finally like the place where we get to show everything we worked for. Gospel, das klingt danach, als ob hier nur Amerikaner das Gold unter sich ausmachen. Klar, die Chöre aus den USA sind dabei naturgemäß sehr stark. Aber auch andere haben ihre Chance. Viel Spaß.
lächeln, tanzen. Wir müssen nach Hause mit unserem Gott tanzen. Halleluja, we give you the glory. Give it the glory. Ein deutscher Gospelchor hat es auch probiert und damit sogar Gold gewonnen. Zum zweiten Mal in Folge. Der litauische Mädchenchor Kiwi mal gar nicht in Sachen Jazz unterwegs. An einem freien Nachmittag nutzen sie das reichhaltige Angebot während der World Choir Games an Workshops und Seminaren. Hier geht es gerade um afrikanische Musik. Bei afrikanischer Musik müsst ihr zuerst verstehen, in welchem Zusammenhang das Stück steht. Wenn ihr dann noch den Text richtig singt, die Aussprache drauf habt, dann werdet ihr das richtig genießen können. Afrikanische traditionelle Musik. Don't make a lot of noise. Just feel it. Just repeat me. You feel how easy it is to go fast. Wer glaubt, er könne noch ein wenig über den Swing in sich und in der Chormusik lernen, der sollte ins Seminar zu Johann Rose gehen. Ein anerkannter Jazzmusiker, der mit ganz einfachen Übungen die Menschen zum Swingen bringt. Dafür kommt der ganze Körper zum Einsatz. Man schreibt hier keine Triolen. Man schreibt, wir nennen das gerade Achtel. Wir schreiben es so auf. Und singen tun wir es so. Und nach nur einer Stunde klingt das Ganze schon richtig nach Jazz und Blues. Solche Seminare gibt es über ganz unterschiedliche Themen. So können Sänger und Chorleiter auch einen Einblick in die internationale Chorszene bekommen. Mit den World Choir Games 2010 im chinesischen Chaoqing hat Interkultur sein Bewertungssystem modifiziert und neue Teilnahmebedingungen eingeführt. Jetzt können die Veranstalter noch stärker den ganz individuellen Leistungsstand eines jeden Chores berücksichtigen. Also die Idee hier ist, dass alle Chöre können mitmachen. Und das finde ich eine tolle Idee. Man kann hierher kommen und singen und man wird beurteilt. Hoffentlich lernt man was und dann entwickelt sich der Chor. Dies ist der St. Paul's Chorale, ein wirklich ganz normaler Schulchor aus Brisbane, Australien. Und alle hier hatten ein Ziel, auftreten bei den World Choir Games. Jetzt stehen sie kurz vor ihrem Wettbewerb und sind darüber mächtig stolz. Dies ist ihre Chance. Die sind die World Choir Games, also die Welt. Und wir sind nur ein ganz kleiner Schulchor. Und hier zu sein, ist eine Ehre. Der St. Paul's Chorale hat sich für die sogenannte Open Competition eingetragen. Sie singen also in einem Wettbewerb für die Chöre, die noch nicht so viel Erfahrung besitzen, deren Ziele nicht so hoch gesteckt sind. Dafür gibt's am Ende ein Diplom, vielleicht aus Gold. Dass sie keine Medaillen gewinnen können, wie bei der Champions Competition, das macht in Australien nichts aus. Sie fühlen sich hier ganz gut aufgehoben. Natürlich hättest du das noch Tage oder Monate üben können. Man kann immer besser werden. Long walk to freedom. Wohl eine Klasse für sich. Der Stellenbosch University Choir kommt aus der Nähe von Kapstadt, Südafrika. Dieser Chor hat sich andere Ziele gesteckt, ist gleich in die Champions Competition gekommen. Da singen die Ensembles, die künstlerisch mehr bewegen wollen und können. So
Chorleiter André van der Merwe hat in den letzten Jahren an mehreren Interkulturevents teilgenommen und dabei immer wieder erlebt, was solch ein Wettbewerb für seine Sänger bedeuten kann. Ich finde das sehr aufregend, weil ich mit jungen Leuten arbeite und dabei häufig erlebe, wie solch ein Event ihr Leben verändern kann. Das Selbstbewusstsein und auch diese Magie, die in ihnen noch eine ganze Weile lebt, das ist wirklich verblüffend. Ich kann es nur jedem empfehlen, ihr müsst das machen. Herkommen, werdet süchtig nach Chorsingen. Die nächste Chance dazu gibt es 2012. Dann kommen die World Choir Games in die Vereinigten Staaten nach Cincinnati. Und Veranstalter Interkultur hat zwei neue Wettbewerbskategorien versprochen, die allen Beteiligten sicherlich viel Spaß bereiten werden. Einmal ist da Barbershop, früher eine klare Männerdomäne. Inzwischen hat sich das Bild gewandelt. Heute gibt es auch viele Frauenchöre, die diese ganz spezielle Art des vierstimmigen Gesangs pflegen. Außerdem neu dabei Show Choirs. Also an alle Barbershop- und Showchöre dieser Welt. Cincinnati wird 2012 eure Stadt. Und das gilt natürlich für alle anderen Chöre auch. Denn gegen die Sucht nach Chormusik hilft wohl kein Medikament. Man muss einfach nur singen.